Guten Tag. Ich bin gestern spazieren gegangen und ich wollte an die Elbe und da wollte ich mich hinsetzen auf eine schöne Bank und Duft der Rosen genießen. Das war mein Ziel gestern. Aber unterwegs habe ich einen Mann getroffen, er hat mich angesprochen, dass ich so toll angezogen bin und wo ich hingehe und so weiter, haben wir ein bisschen geredet. Und er sagte, dass er bald nach Schweden fahren will, Urlaub machen. Er hatte dort Haus geerbt von seinem Vater. Und hat gesagt, wissen Sie, ich habe mich so geärgert und so gestritten mit meinem Sohn, denn mein Sohn will im August dorthin fahren. Und ich will auch im August fahren, aber jetzt muss ich im September fahren. Das gefällt mir nicht. Also wissen Sie, ich habe mich so gestritten mit dem Sohn. Ja, habe ich gesagt, mein Gott, Sie haben ein schönes Leben. So zu leben, das ist wirklich ein Traum. Sie haben Rente, Sie wohnen in einer wunderschönen Gegend hier. Alles ist toll. Und nur solche Probleme haben Sie im Leben. Und er sagte, wissen Sie, wir haben, meine Frau und ich und mein Sohn, meine ganze Familie, nur Luxusprobleme. Schönes Leben, oder? So habe ich mir überlegt, wie schön kann man leben und das alles schaffen. Zwilling kannst du mein Leben nicht. Denn die Polarität bei dem Zwilling, menschlich oder göttlich, wirkt sich auch auf seine Sexualität. Weiblichkeit und Männlichkeit ist da immer vertreten. Also Homosexualität oder Bisexualität ist kein Fremdwort für den Zwilling. Er braucht nicht Wikipedia aufzumachen und gucken, was Homosexualität ist. Das ist alles im breitesten Sinn bekannt bei dem Zwilling und führt den Zwilling zu Verwirrung. Deswegen viele Zwillinge. Männer schlafen auch mit Männern und mit Frauen und Frauen, Zwillinge schlafen auch mit Frauen und mit Männern. Weil das Alternieren bringt sie zu Verwirrung und die wissen nicht, was ist da besser, mit Mann oder mit Frau zu schlafen. Deswegen ja, nehmen sie den Zugang zu 100% der Bevölkerung. Das ist viel besser für die. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Problem für den Zwilling. Ich habe schon erzählt, dass nicht nur beim Kaufen, kaufe ich ein Hütchen in braun oder in dunkelgrau. Zwilling weiß das nicht, weil er selbst das nicht vereinbaren kann. Oft hören wir Zwillinge, dass sie mit sich selbst reden. Das ist auch typisch, weil schließlich sind das zwei. Und deswegen redet Zwilling mit sich selbst. Oft siehst du den Zwilling im Park oder irgendwo im Zimmer, laufen sie von einem Zimmer zu dem anderen und reden sie mit sich selbst. Das ist natürlich schwierig für ihn, weil manchmal ist das alles breit und schön und die Sonne scheint und plötzlich ist alles dunkel und finster und Zwilling ist schlecht gelaunt und weiß nicht, warum das so ist. Viele Zwillinge leiden auch deswegen unter Depressionen. Wie ich schon erwähnt habe, Planet von dem Zwilling ist der Merkur. Das war ein schneller und kleinster Planet und in dem Sonnensystem. Er hat sich sehr schnell bewegt und auf jeden Fall, er war Dolmetscher und Übersetzer und hatte Botschaften zwischen den Göttern im Olymp zu den Menschen auf der Erde übertragen. Moralisch war er nicht, das war ein Dieb, wissen wir, und sehr flüchtig und beweglicher Mann. Und er war auch für Handel zuständig, also Gott des Handels. Deswegen, weil es so immer pendelte und immer irgendwelche Nachrichten übermittelte, hat Zwilling auch etwas davon. Ich habe schon erwähnt, Zwilling vermittelt auch die Leute. Also musst du wissen, wenn du irgendwo mit Zwilling ein paar Mal zusammen warst, eines Tages sagt Zwilling zu dir, du, weißt du was, da kenne ich einen tollen Mann für dich oder tolle Frau.
Er will immer etwas vermitteln und kuppeln. Das ist wirklich dem Zwilling bis heute geblieben. Und wie ich gesagt habe, Gott des Handels, man merkt bei den Zwillingen, dass sie sehr gerne mit etwas handeln wollen. Ich war neulich in einem Geschäft, in einem Schmuckgeschäft, kleine Reparatur, und die Frau, die Besitzerin, hat gesagt, sie könnten aber sehr, sehr gut meine Sachen im Fernsehen verkaufen, denke ich, weil sie können so gut reden und ich glaube, sie können auch gut handeln. Natürlich kommt das alles daher, dass Zwilling die Leute sehr gut manipulieren kann. Manipulator hoch 3. Er ist oft diplomatisch, lügt und benutzt die Leute. Also man kann sagen, dass die Leute sind auf einem Schachbrett für den Zwilling, und er macht nur so und so, wie man es mit Schachfiguren macht. Ich war gestern in einer Bar, und da habe ich mit einem Ehepaar gesprochen, Mann und Frau, neben mir, und plötzlich kam ein Mann und Hallo gesagt, und diese Frau neben mir hat gesagt, Hi, und erinnerst du dich noch an uns? Und der Mann hat gesagt, natürlich, natürlich, an solche schöne Frauen kann man sich nur erinnern. So eine wunderschöne Königin, guten Abend. Hatte die rechts und links geküsst. Und später, der Mann von der Frau ist nach draußen, weil er wollte rauchen. Und die Frau ist pinkeln gegangen, nach unten. Und der Mann hat mich gefragt, wer sind diese Leute? Also, ein Lügner hoch 3, aber ein sehr charmanter Mann, weil er ihr Komplimente gemacht hat, wie schön du bist und was für schöne Königin du bist. Und das ist lustig beim Zwilling, dass er wieder nach Hause geht und traurig ist und wieder mit sich selbst redet und weiß wirklich nicht, ob er leben will oder doch nicht. Das ist natürlich eine andere Sache. Viele Zwillinge verbringen das ganze Leben mit dem Zustand, dieser Zustand ist sehr gespalten bei ihm. Er weiß wirklich nicht, wohin er gehört, zu Männern oder zu Frauen. Und er möchte das alles so schön kneten, zusammen annähen. Aber das geht wirklich nicht. Aber die Zwillinge, die ein bisschen klüger sind und sich mit sich beschäftigt haben oder vielleicht Therapie gemacht haben, die haben das schon zusammen verbunden. Sie wissen, dass das so ist, dieser gespaltene Zustand. Manchmal scheint die Sonne und die Vögel singen, und am nächsten Tag regnet es und Vögel singen nicht mehr. Und aus einem Tag wird die Nacht. So ist das halt ein Leben. Das muss man wissen, dass das so ist. Und diese Zwillinge, die das geschafft haben, das zusammen zu verbinden, diese Zwillinge sind im Leben besser dran. Aber erstmal muss man das alles zueinander bringen und wissen, dass das so ist. Und vielleicht lachen darüber. Diese Zwillinge, die das geschafft haben, ihr Leben ist auf jeden Fall viel schöner. Aber für heute ist die Zeit um.